Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute möchten wir euch unsere Druckgussmaschine vorstellen. Im Video werden wir euch alles zeigen, von der Herstellung der Form, Vorbereitung der Maschine, das Pressen natürlich, aber auch die Nacharbeit. Als erstes müssen wir natürlich klären, was Druckguss, Injection Molding oder auf Deutsch Spritzguss überhaupt ist. Diese Namen stehen für ein Verfahren, bei dem geschmolzenes Material in eine Form oder auch Matrize gedrückt wird. Druckguss wird grundsätzlich bei der Verwendung von Metallen gesagt und Spritzguss bei Kunststoffen, aber auch Glas oder Süßigkeiten. Das Vorgehen ist aber bei beiden Verfahren ähnlich. In einen beheizten Zylinder wird Material eingefüllt, welches aufgrund der Temperatur eben schmilzt. Sobald es eine zähflüssige Konsistenz hat, kann es in den Hohlraum der Form gedrückt werden. Dieses Verfahren eignet sich besonders gut für die Serienfertigung, denn im Gegensatz zum 3D-Druck brauchen wir beim Spritzguss immer eine Form, die individuell auf das Projekt angepasst ist. Für die Prototypenherstellung ist es daher nicht so geeignet, da die Herstellung der Form eben auch Kosten verursacht und für jeden Prototypen eine neue Form hergestellt werden müsste. Fangen wir mit der Herstellung der Matrize an. Mit dem Programm Autodesk Fusion wurde die Form konstruiert und die Fräsbahnen geplant. Nun kann sie gefräst werden. Wir experimentieren auch mit der Formherstellung durch den 3D-Druck. Bei der Konstruktion muss man die Geometrie beachten. Das Objekt darf keine Hinterschneidungen haben, das sonst nicht entformt werden kann. Außerdem müssen Kanäle hinzugefügt werden, durch die das Material dann später eingespritzt werden kann. Vor dem Pressen muss die Maschine vorbereitet werden. Wir stellen dazu die benötigte Temperatur am Gerät ein und behandeln den Druckzylinder von Zeit zu Zeit mit einem Anti-Haft-Spray. Dies verhindert, dass der Kunststoff am Zylinder kleben bleibt. Zum Besprühen ist es wichtig, dass wir den Spritzstempel aus der Halterung entfernen. Anschließend stellen wir die passende Temperatur für das Material ein. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal kontrollieren, ob das passt und übereinstimmt. Nun können wir mit dem Spritzgießen starten. Dazu befüllen wir den Zylinder mit dem Kunststoffgranulat. Achtet dabei darauf, dass nicht zu viel eingefüllt wird und nutzt das beigefügte Einfüllröhrchen. Das Material schmilzt nun langsam. In der Zwischenzeit positionieren wir die Form exakt unter der Düse. Zwischen Düse und Form sollten ca. 3 mm Abstand sein. Ist unsere Form richtig positioniert, kann sie mit der Spannbacke fixiert werden. Nun sollte nochmal etwas frisches Granulat hinzugefüllt werden. Dies soll ebenfalls verhindern, dass geschmolzenes Material an dem Zylinder kleben bleibt. Wir können nun den Hebel mit gleichmäßigem Druck nach unten drücken. Die Düse senkt sich dabei ab und das Material wird in den Hohlraum der Form gedrückt. Je nach Volumen kann das länger oder kürzer gedrückt werden. Sobald es nicht mehr weiter zu drücken geht, ist die Form voll und wir können den Hebel lösen. Die Düse hebt sich nun wieder und wir können die Spannbacken lösen und die Formhälften entnehmen. Größeren Objekten solltet ihr etwas mehr Zeit zum Abkühlen geben. Unser kleiner Chip für den Einkaufswagen ist schnell abgekühlt und ausgehärtet. Das Ergebnis spricht für sich, wir sind begeistert. Unsere letzte Aufgabe ist jetzt die Entfernung des Spritzkanals. Diesen können wir leicht mit den Händen abdrehen oder, sollte diesmal nicht so einfach gehen, mit einer kleinen Zange abknipsen.
Fertig ist unser Chip für den Einkaufswagen hergestellt mit unserer Spritzgussmaschine. Haben wir euer Interesse geweckt und ihr möchtet vielleicht einmal eine eigene Form gießen, dann kommt gerne Mittwoch zwischen 9 und 19 Uhr zum Open Lab Day ins WinLab. Gefallen euch unsere Videos? Dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Anmerkungen und Fragen schreibt ihr uns einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!